100 Jahre Gottfried von Einem, 1918 in Bern als Sohn österreichischer Eltern geboren und heute hier in Wut in Wien die Premiere seiner letzten Oper Tulifant, Text Lotte Ingris, uraufgeführt 1990 im Ronacher in Wien. Übrigens ebenfalls unter Kaspar Richter, der auch heute und hier dirigierte. Es wird eine wunderschöne Märchenoper gezeigt. Im Regie-Duo Blankenship gelingt es, das Ensemble und die Bühne zu einem wunderschönen Bild zu vereinen. Und Kaspar Richter gelingt es, die sensible Tonsprache Gottfried Einems wunderschön zum Erklingen zu bringen. Der Sängerknabe ist Fridolin und auch die anderen Sängerinnen und Sänger zeigen eine ausgezeichnete Leistung. Ich denke, das ist ein mehr als würdiges Geburtstagsfest für Gottfried von Einem.